Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Wir haben immer noch viele, viele Leute, die hier transportiert werden wollen. Ich weiß nicht, ob wir das mal in den Griff kriegen, eventuell Straßenbahnen noch. Müssen wir echt mal schauen. Weil den Zug, den nutzen nicht viele, ne? Die meisten fahren lieber Bus. Schade eigentlich. Vielleicht müssten wir mal hier in den Bereich mit dem Bahnhof. Das wäre natürlich noch eine Möglichkeit. Boah. Schaut euch das an, wie viel da liegt. Ich glaube, Stärke, also größere LKWs gibt es nicht mehr, ne? An das Linie 1, wie viel haben wir denn da? Schon eine ganze Menge, glaube ich, ja. Trotzdem liegt da noch so viel. Da ist Linie 2. Schon heftig. Boah. Guckt euch das an. Die produzieren aber auch Wahnsinn. Ja, doch Bahnhof. Das ist hier noch die Frage. Weil ich möchte halt ungern die Felder kaputt machen. Oder macht das nichts, wenn die kaputt gehen? Wer weiß das? Es wäre ja nur eine kurze Bahnstrecke, aber ich glaube eine sehr effektive. Ist nur die Frage, wie kriegen wir das dahin, ne? Ganz schöner Höhenunterschied. Wäre nicht so einfach. Oder wir fahren da irgendwie so im Kreis, aber... Dann müsste ich in die Richtung gehen quasi und dann hier irgendwie... hier rum. Der effektivste Weg wäre ja immer noch der da. Nur wie kriege ich den hin? Schauen wir mal, Kopfbahnhof. Der würde so gehen, wäre aber dann nicht mehr... an die Straße angebunden oder nicht mehr ans Feld, ne? Felder werden entfernt. Hat das irgendein Einfluss? Und das ist hier noch die Frage. So ginge. Machen wir, glaube ich, auch. So. Dann hier auch noch einen. So. Und Schienen. Kostet zwar 4 Millionen, aber das macht jetzt mal nichts. Ein Depot brauchen wir jetzt noch.
Na? So. Binden wir natürlich auch an. Hoffentlich. So, passt. Nur haben wir jetzt kein Geld mehr für Züge. Da müssen wir gerade noch ein bisschen warten wieder. Jetzt haben wir natürlich für die Strecke ordentlich Geld rausgepulvert. Neue Linie. Ist natürlich von hier nach da. So, und da bräuchten wir dann eine Lok. Die allein kostet schon Minimum 5 Millionen. Ja, die brauchen wir eher. Gut, müssen wir gar noch ein bisschen warten. Oder wir nehmen Kredit auf, das können wir auch machen, ne? Leihen wir gerade mal. Oh, wir können mehr leihen. Cool. Züge kaufen. Lok. Wo ist das ganze Geld hin? Wow. Ist das schon wieder kurz das Spiel weg? Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal. Ich weiß gar nicht, was das ist. Diesmal habe ich definitiv keine Taste gedrückt. Müssen wir nochmal leihen. So. Jetzt aber. Kaufen. Und der hat transportiert Vieh, Kunststoff, Lebensmittel, Waren. Kohle, Eisenerz, Getreide. Getreide haben wir hier, ne? Oder? Getreide und Vieh. Also wir brauchen beides. Okay. Wir brauchen nochmal wieder Geld. Ich glaube 30 können wir, ne? Ne, mehr sogar. Wow. So. Linie zuweisen. Welche war denn das? Das ist hier die Frage. Müsste die letzte gewesen sein? War es aber nicht. Linie 31. So. Dann bin ich jetzt aber mal gespannt. Eigentlich müssten die jetzt eine ganze Menge umverlagern auf den hier. Jawohl, wow. Da klopfen sie aber gleich mal raus. Guckt euch das an. Die Linie war mehr als überfällig. Das kriegt er mit einem Mal gar nicht transportiert. Wow. Okay, also die Linie rechnet sich bei Zeiten. Da könnten wir höchstens... Oh, in die Richtung geht's auch. Okay. Ja, das rechnet sich ja nochmal umso mehr. Klapp und Bahnhof ist voll.
Das ist ja der helle Wahnsinn. Wieso macht er das nicht voll? Weil der Bahnhof zu kurz ist. Geht leider nicht. Schade. Die bleiben irgendwie immer frei. Oder ist das Schlacke? Ach so, das sind die Getreideanhänger, okay. Ja, ne, dann passt das ja. Getreide ist nicht so viel da. Sehr schön. Doch, die rechnet sich, glaube ich, über Zeiten. Da können wir auch schon mal anfangen, zurückzuzahlen. So, dann haben wir immer noch 17 Mille. Aber die dürften bei Zeiten leer sein. Oder wieder eingeholt sein. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Fünf, okay. Die Lokhammer. Und dann fünf von denen und fünf von denen. Fünf. Und einschalten natürlich. So. Die haben auch ausgebaut, ne? Ja. Wahnsinn, 1600 Obergrenze. Das läuft. Eigentlich könnten wir hier dann mit dem Bahnhof auch wieder weg, ne? Müssen wir nochmal schauen. Müssen wir echt nochmal schauen. Dann müssten wir hier irgendwie oder da auf die Schienen drauf. Ah ja, der Holztransport läuft. Wo ist denn der Zug dazu? Der ist relativ kurz, glaube ich. Da ist er. Den müssen wir mal dann noch ins Depot schicken, dass wir den noch verlängern können. Ja, genau, der ist nämlich zu kurz. Da können wir noch drei Waggons oder so dranhängen. So. Ins Depot. Ach so, das können wir jetzt nicht machen, weil er gerade auf dem Weg ins Depot ist, ja. Macht Sinn. Na. Es ruckelt immer ein bisschen beim Autosave. Da machen wir, glaube ich, auch nochmal sicherheitshalber Signale hin. So. Anhänger. Eins, zwei. Nicht genug Geld. So.
Das hier war Linie. Einundzwanzig. So, jetzt kann man dann auch noch dann. Oh, okay, muss man noch wieder drehen lassen. Und jetzt können wir das ja auch noch machen. Der hat einen neuen Anhänger. Da können wir dann aber auf die Lok. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Anhänger. Ein. Komplett voll. Schaut euch das an. Das hat sich gelohnt. Linie 31 können wir gerade mal gucken. Minus. Warum ist die im Minus? Ach so, da waren natürlich die Investitionskosten erstmal. So, was haben wir noch? Ein Darlehen von 11 Millionen. Sollten wir aber bald abgezahlt kriegen. 20 haben wir ja schon wieder abbezahlt. Das löppt. So. Könnte mehr werden. Fahren die zurück? Tatsächlich. Warum? Die kriegen das hier natürlich nicht abtransportiert, ne? Linie 2 ist das. Ne, Linie 3. Könnten wir natürlich noch ein bisschen aufstocken. Hoppala. Ich wollte eigentlich gucken, was für ein Intervall die haben. 81 Sekunden, da kann man noch aufstocken, ja. Machen wir auch mal. So, Linie 3. So, was haben wir denn da? Linie 2 hat 123 Sekunden. Die können wir auch noch aufstocken. 1, 2, 3, 4, 5. Dass wir da auch noch entsprechend mehr Leute transportiert kriegen. So, und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei, wenn wir dann hier versuchen, das Transportproblem weiter in den Griff zu kriegen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.